Die Freunde, willkommen zurück zu Clash of Clans. Oh, was ist das denn? Wir haben ja kaum Pflanzen am Start. Was kann das denn wohl bedeuten? Also entweder, ja, der Gärtner war schon hier und hat alle Bäume rausgerissen. Oder aber ich nehme diesen Clash of Clans Part direkt, ja, am gleichen Tag auf, wie ich den letzten schon aufgenommen habe. Aber nicht hintereinander, so wie ich das manchmal gemacht habe. Ne? Nicht hintereinander. Nein, nein, nein. Zu einer anderen Uhrzeit. 9 Stunden später. Wie geil ist das denn? Tja. Ich kann's halt, ne? Es ist Redons Kai. Den Typ, den alle hassen. Ja? Und der Typ, der 2-mal Clash of Clans am Tag aufnimmt. Ja? So ist das nun mal. Ja? Das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Nee, jetzt mal Real Rap. Da reden wir heute mal ein bisschen drüber, ja? Wäre ich nämlich auch ein bisschen für. Erstmal, ne? Kämpfen, klar. So. Zweitens, ja, ich hab mir heute schon gedacht, ja, heute für euch, ja, etwas länger her, ja, reden wir nicht drüber, ja. Um da ein bisschen mehr Real Rap reinzubringen. Das mag jetzt für die einen oder anderen verwirrend sein, wie ich das denn meine. Die einen oder anderen fragen sich, halt nur die Fräsen, spiel und kämpfe mal ein bisschen, hol Sterne, ist mir doch egal, was du sagst. Okay, aber es gibt vielleicht Leute, die so ein bisschen die Background-Story erfahren wollen. Wie passiert das Ganze hier? Wie entsteht das? Für die Leute eine kurze Erklärung, ja, was denn so alles hier abgeht nun eigentlich hier nun. Ja? Gut, also. Ich. Ja. Redons Kai. Man kennt ihn vielleicht. Ja? Ja, falls ihr den letzten Part gesehen habt. Ja? Der kam nämlich gestern. Und heute. Ja, ist der Part hier dran. So. Für mich hat sich. Also für euch hat sich was verändert. Ne? Ihr musstet einen Tag warten. Ich nehme das hier, wie gesagt, am gleichen Tag auf. Wie kann er es denn nur wagen? Keine Ahnung. Fragt mich was Leichteres. Oh, hier gehe ich, glaube ich, rein. Hier gehe ich, glaube ich, rein. Oh ja. Oh ja. Denitiv. Du alte Sau. Ja. Der Punkt ist nämlich folgender, müsst ihr wissen, ja? Der Punkt ist nämlich folgender, die Freunde. Okay, die bekriegen sich gerade wahrscheinlich. Das ist semi-optimal. Aber auch ein bisschen gut, ja? Oh, er hat ja 4 Luftabwehren. Oh, das könnte ein Problem werden. Gucken wir mal. Also, ich nehm das Ganze hier quasi am gleichen Tag auf, wie ich auch den letzten Part aufgenommen habe. Das ist richtig krass. Weil ich sowas noch nie gemacht habe. Das ist gerade mein erstes Mal. So knapp 300 Parts und ich nehme gerade zum ersten Mal 2 Parts am gleichen Tag auf, aber nicht hintereinander. Ne, das hatte ich nämlich auch schon mal, dass ich mehrere Parts am Tag hochgeladen habe, aber hintereinander. Ne, sollte klar sein. Das heißt, ich habe dann direkt nach der Aufnahme des ersten Parts dann direkt den zweiten Part angefangen. So. Heute ist das so, da liegen jetzt 9 Stunden zwischen. Und das ist für mich einfach krass, weil das hatte ich bisher noch nie und es ist vollkommen normal. Ja, das ist vollkommen normal. Das hatte ich bisher noch nie. Jawohl. Es ist einfach mal ein anderes Gefühl, 9 Stunden später hier wieder aufzukreuzen und ein bisschen Clash of Clans aufzunehmen, ne? So ist es nämlich hier, so ist die Welt. Ja? Heftiger Auto. Muss man ganz klar sagen. Sehr schön kaputt gemacht. Okay. Trotzdem nur 1 Stern geholt. Bei dem Dorf ein bisschen traurig, ne? Aber wenigstens haben wir überhaupt mal 1 Stern bei so einem Dorf geholt, bei Rathaus Level 9, ne? Ist auch schon ein Erfolgserlebnis, das kennen wir gar nicht so an sich, ne? Das kennt man ja gar nicht, aber okay. Ja, und das ist halt gerade passiert, das ist halt gerade der Fall. So, nicht nur, dass wir jetzt 1 Stern bei einem Level 9er geholt haben, sondern, dass wir auch noch, ja, ich sag mal so viel, dass wir, oh, hier gehe ich rein. Doch, doch, hier gehe ich rein, definitiv. Ich glaube, diesmal breche ich sogar mit allen 12 rechts rein, definitiv, ja, komm.
Da heilen wir mal. Setzen noch ein paar rein. Ein paar Mauerbrecher meine ich natürlich, ne? Klare Sache, meine lieben Freundes. Komm, hau auch mal da kaputt. Hau kaputt. Ding, ding, ding. Die rennen einfach. Die rennen einfach vom Barbarenkönig weg. Das ist so cool. Ha. Und er kriegt sie einfach nicht. Jetzt hat er sie, glaube ich, bekommen. Und sie leben einfach immer noch. Ha, ist das cool. Bitch. Naja, und wie gesagt. Das ist krass, ich hatte das bisher noch nie gehabt, dass ich quasi zwei Parts an einem Tag, aber halt mit so 9 Stunden dazwischen aufgenommen habe. Noch nie. Es ist ein Gefühl, es ist ein krasses Gefühl. Ich fühl mich, als wäre ich neu geboren worden, ja? So fühlt man sich. Was soll ich euch erzählen, ja? Es ist eine coole Sache. Definitiv. Ja, ich weiß nicht, ob das für euch jetzt irgendwie Information des Tages ist oder einfach nur halt die Fräsen. Ich will einfach nur den Part schauen. Nervt mich hier nicht damit. Mit diesen Spirenzchen da. Ja. Kann natürlich sein, dass ihr euch davon extrem genervt fühlt. Ja. Aber Brüder und Schwestern, ich muss euch sagen, für mich ist es ein neues Kapitel. Weil ich sag mal, weil ich jetzt endlich etwas entdeckt habe, das Sinn macht. Clash of Clans auf Vorrat aufzunehmen, ne? Wieder auf Vorrat aufzunehmen. In den letzten Wochen ist nämlich mein Vorrat immer wie so ein bisschen dahin geschmolzen. Weil ich halt einen oder anderen Tag keine Zeit hatte und jetzt versuche ich diesen Vorrat wieder so ein bisschen reinzubringen, weil ich in der nächsten Zeit auch wieder weniger Zeit haben werde, so. Ne? So ist das schlicht und ergreifend, ja? Und es hat sich ja gelohnt, wie man sehen kann, ne? 1,4 Mille. Ergo. Letzte Sprungfalle. Ja, schön ist die Welt, ne? Aber warte mal, ich gehe mal auf... Wisst ihr was? Ich gehe auf einen Magierturm. Ich gehe einfach auf einen Magierturm und mache den auf Level 4. Ach so. Ich sehe gerade, dass sowieso schon fast alle auf Level 4 waren. Was Sinn macht, weil das wäre der einzige Magierturm gewesen, ja? Sehr wohl, ja. So ist es nun mal. Aber okay. Nee, Freundes. Ich würde sagen... Na, wir beenden jetzt nicht den Part. Ich denke mal, wir gucken uns noch einen Angriff an. Und dann... klären wir so ein bisschen ab. Wie das hier ausschaut. Also, ich sag mal so viel. Wir haben in Pacht 300 relativ viel vor, relativ wichtiges Zeug vor. Ich will da wieder was Besonderes draus machen, ne? Weil, ja, ihr wisst, die einen oder anderen sind bestimmt enttäuscht, dass ich das so gestalte. Ich guck mal kurz auf mein Handy, wie das Ganze denn ankommt mit diesen 2 Kämpfen pro Tag. Weil, naja, ich muss euch sagen, dass heute dieser Part rausgekommen ist. Für mich heute, für euch, ne? Part 200. 95. Mal gucken, wie es ankam. Ich bin schon auf sehr viele Dislikes gespannt. 2 Stück. Was geht ja noch? Okay. Keiner hat seine Meinung gesagt. Also daraus schließe ich, dass alles okay ist. Dass ich halt mit diesen 2 Kämpfen am Tag weiterführen kann. Ich hätte da jetzt ein bisschen mehr Kritik gehört. Bis jetzt. Der Part ist jetzt fast 1 Stunde draußen. Vielleicht kommt da ja noch was. Naja, am Anfang kommen ja immer diese... ja, mehr oder minder Quali... tiefen Kommentare von wegen cooler Part, hi, erster, ja, hi, Kai, du bist schlecht, oh mein Gott, voll gut, Kai, hallo, ja, die Kommentare, die prasseln halt noch rein und ja, da denkt man sich einfach so, ich habe über ein Thema gesprochen und hätte da gerne eigentlich Resonanz gehört, ne, versuchen wir es dann beim nächsten Mal wieder, ne, vielleicht klappt's ja. Aber okay, ne? Wissen wir Bescheid. Ja, und ich denke mal, ich habe in Part 300 was relativ Cooles vor. Der müsste ja übermorgen rauskommen und so. Ne? Wird auf jeden Fall was Besonderes sein als sonst, die 2 Angriffe, ne? Machen wir dann wahrscheinlich nicht nur 2 Angriffe, sondern vielleicht mal so 4 oder so. Ja? Gucken wir mal, ne?
Und wenn ich das schon mache, in einem Part, könnt ihr euch ja denken, was passieren wird. Was ich anstellen werde, dass ich in einem Part relativ human, mit humanen Wartezeiten, 4 Kämpfe machen kann. Jetzt müsste es eigentlich direkt jeder wissen. Es müsste jedem jetzt aufgefallen sein. Wenn nicht, dann da könnt ihr euch ja trotzdem denken. Oder so, ja. Wisst ihr Bescheid. Es ist halt momentan so, laut aktuellem Stand der Regelfall, dass wir, dass ich 2 Kämpfe pro Tag mache und das ist halt der Regelfall. Ne, das ist der Regelfall und die Ausnahme, die diese Regel bestätigt, ja, die tritt dann quasi bei Special Parts ein oder bei was weiß ich. Ne, irgendwas, was damit zusammenhängt. Irgendwas, was mit Specials zu tun hat, was mit Ausreißer zu tun hat. Wenn ich irgendwie mal spontan sage, hey, lass mal alle Kasernen jammen oder sowas, dann kann man definitiv mal ein paar mehr Kämpfe am Tag machen. So, ne? Aber das kostet ja immerhin 30 Juwelen. Ne? Was nicht viel ist, was nicht wenig ist. Und da ich pro Tag so um die 5 bis 6 Gems bekomme, muss ich darauf 5 Tage warten, bis ich diese Summe wieder bekomme. Und naja, da würde ich relativ gerne sparen eigentlich, ne? Eigentlich. Dann wäre es quasi wieder so ein Verlustgeschäft, wie ich, oder so ein Plus-Minus-Geschäft, wie ich es quasi mal gemacht habe, als ich, tut mir leid, dass ich übrigens kein Gameplay zeige, aber, ja, ich sag mal so. Ich habe kein Gameplay mehr, das ich zeigen könnte. Ich könnte euch quasi altes Gameplay zeigen. Vielleicht mal hier. Aha, guck mal an. Na, ich könnte... Ja, was? Wo war ich nochmal? Wo war ich nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Wo war ich denn geblieben? Wo war ich? Keine Ahnung. Eins gutes Fragebrudes. Jetzt bin ich raus. Ach komm. Ah ja, stimmt. Hier, plus minus 0. Es ist halt so... Das alte Kasernenprinzip war halt so 5 Gems am Tag und ich habe so 5 bis 6 am Tag bekommen an Gems. 4 bis 6. Vielleicht auch ein bisschen mehr, kommt drauf an. 4 aufwärts. Ja? Und ich sag mal so viel. Wenn ich das jeden Tag ausgebe, komme ich auf der Woche, auf die... Entschuldigung, komme ich in der Woche auf so... Ja, 25 Gems, die ich... durch die Kaserne ausgebe. Jeden Tag 5. Ja, jeden Tag 5. So, da gebe ich jede Woche 35 Gems aus. Jetzt mit dem neuen Kasernensystem ist das ja so. Du gibst 30 aus. Direkt 30. So. Und wie soll ich euch das sagen? Ohne, dass ihr jetzt alle anfangt zu weinen, ja? Wie soll ich euch das bloß erklären, ja? Wenn ich das jetzt einmal pro Woche mache, gebe ich zwar 30 aus, und habe trotzdem immer noch mehr Gewinn gemacht als mit dem alten Prinzip. Aber ich sag mal so viel. Naja, ich weiß A nicht, wie schnell die Kaserne dann trotz des ganzen Gedönses ist. Dann weiß ich B nicht, ja, wie viel Gewinn ich dann trotzdem pro Woche mache durch die Gems. Ich kriege ja einmal pro Woche um den Dreh rum eine Gemkiste. Und jeden Tag so um die 5 Stück. Das sind dann quasi 60 Gems pro Woche. Im Regelfall. Oder nicht? Ist es nicht so? Wenn man pro Tag 5 bekommt und den Dreh rum, hat man in der Woche 7 voll. In der Woche 35 voll. Ich kann kein Deutsch. Und ich kann auch keine Mathe, by the way. Ja, ist klar. Das ist halt so das, worüber ich nachdenke. Lohnt sich das? Ist es rentabel? Ist es ein Verlustgeschäft? Ist es ein Plus-Minus-Geschäft? Kann man das trotzdem durchziehen? Ich warte ja immer noch auf meine 5. Bauhütte. Auch wenn die mir gerade wenig bringt. Weil ich nicht so oft dazu komme, irgendwas zu verbessern. Trotzdem, es ist ein Statussymbol, das ich gerne haben würde. Aber wenn ich denke, okay, ich bekomme pro Woche erstmal 35 Gems durch Hindernisse. Und noch 25 durch Gemkiste. Komme ich auf 60. Und wenn ich einmal pro Woche 30 ausgebe, für eine stärkere Kaserne, habe ich immer noch 30 Gewinn. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Monate ich brauche, bis ich auf die 2000 komme. Ne, um quasi die 5. Bauhütte zu kaufen.
Ach, ich weiß nicht, ob man das einmal pro Woche so machen kann. Na, ich bin ja sehr, sehr sparsam. Ich bin ja ein mongolischer Münzensammler. Das wissen ja die meisten von uns, ne? Das wissen ja alle. Ich bin ein mongolischer Münzensammler und dementsprechend... Naja, sag ich mal so viel. Ne? Würde ich sehr gerne weitersparen. Aber andererseits denke ich mir, du bist den Leuten das aber auch irgendwie schuldig, dass du quasi einmal pro Woche so eine richtige Gönnung machst. Dass du so richtig schön jamst. Kann man vielleicht mal durchziehen. Ne? Ich hoffe, jetzt seid ihr alle in the building und wisst dahingehend Bescheid. Ja. Gucken wir mal, ob wir das so durchziehen. Ob wir jetzt einmal pro Woche immer so ein Kasernen-Jam machen. So, also auf der Karte würde es sich halt trotzdem empfehlen, trotz den 30 Gems Verlust. Da haben wir immer noch 30 Gems plus gemacht. So, ne? Das ist. Müssen wir mal schauen. Ja. Aber alles zu der Zeit. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Das wäre es für Clash of Clans für den heutigen Tag. In dem Sinne, haut rein. Ciao.